Guten Morgen und herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Herzlich willkommen am 4. Dezember. Wir machen jetzt gemeinsam die Adventskalendertürchen auf. Hier vorne steht mein kreativer Adventskalender. Und die Verpackung mit der Nummer 4 ist von mir, also weiß ich auch, was drin ist. Aber wir machen es trotzdem gemeinsam auf. Ich habe jetzt hier schon mal die Klammern so ein bisschen aufgebogen, damit wir da jetzt ein bisschen leichter rankommen, ohne alles komplett zerstören zu müssen. Und das sieht dann so aus. Da drin ist ein kleines Päckchen mit einem Zettelchen. So. Das ist in Seidenpapier eingewickelt. Und drin sind zwei von mir gemachte Seifen. Das ist hier eine Ozeanseife und das ist hier eine Schokoladenseife. Und ich packe das einfach da wieder zurück. Und ich habe in jedes Päckchen reingelegt einen Zettel mit den Informationen. So, das war meine Nummer 4. Zu dem Kalender wollte ich noch sagen, ich habe jetzt gestern mal dieses Augengel ausprobiert. Das ist wirklich sehr schön, das kühlt rund um die Augen und fühlt sich so, so angenehm an. Also, das war wirklich, wirklich schön. Jetzt muss ich einmal von rechts nach links gehen und es quietscht hier endlos. So. Ja, jetzt bin ich hier der Schatten im Bild. Das ist blöd, aber das Licht kommt von hinten und ich weiß nicht wirklich, wie ich das sonst machen soll. Gut, suchen wir mal eben die vier und dann stelle ich mich wieder ein Stück zurück, damit. So, mehr Licht da ist. So, hier geht's auf. Drin ist eine Dose. 3 Minuten Haar- und Augenbrauenmaske von Skinfett oder Skinfett zumindest. So. Ich muss mal gerade reinschauen, interessiert mich natürlich. Oh, ich zeige euch das mal. Drin ist Pulver. Die muss man also anrühren. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, nicht, dass das überall hinkrümmelt. Ja, also drin ist Pulver, was man anrühren muss. Wie am ersten Tag mit der Tonmaske. Und hier im Heftchen steht: reinigen, beruhigen und pflegen, also pflege dein Haar und Ansatz und habe stärkeres und volleres Haar. Eine Puderformel, die helfen wird, wie heißt es denn? Gott, ich muss alles schnell auf flott übersetzen, da der ja aus England kommt. Wie heißt es bei uns in Deutsch? Die Kopfhaut zu beruhigen, so genau. Und stark und gesundes Haarwachstum zu unterstützen. Und so weiter und so weiter. Da kommt eine ganze Menge. Das soll eine volle Größe sein, 15 Pfund. Übrigens, gestern diese Badekugel war für 4,50 Pfund drin. Ja. Das muss ich auch dann erstmal irgendwie ausprobieren. Gut, rutschen wir ein Stück weiter zu diesem Upsa, Kalender hier mit der 4 von Kreativpunkt, dem kreativen Adventskalender. So, ah. Park, Paperpad, Wedding Day. Ah, oh, so cool. Also das finde ich ja mal mega. Moment. Ja, immer mit dem Licht ist ein bisschen blöd. Wenn ich das so mache, dann. Nee, auch. Naja.
Man sieht es nicht besonders gut. Ich muss mir mal meine Lightboxen aus dem Papier mehr mitbringen. Dann kann ich das noch besser ausleuchten. So richtig durchblättern kann ich nicht. Ne? Es ist hier unten zugeklebt. Aber ich finde das richtig schön. Und auch die Farben, also rosa, weiß, schwarz mit diesem Gold noch dazwischen. Ja, finde ich mega, mega schön, mega passend. Für Hochzeits. Karten, Einladungen etc. So, ihr seht hier, heute gibt es Popcorn für mich. ich habe versprochen zu testen. Ich habe mir also jetzt gerade, bevor ich angefangen habe, eine kleine Menge Popcorn hier gemacht, damit wir mal die Gewürze testen. Weil ich finde das auch gut zu wissen, wonach schmeckt es denn und war das jetzt eine gute Idee, so einen Kalender zu haben oder nicht. Ist nicht so, dass ich jeden Tag Popcorn esse. So, ich habe jetzt mal hier das erste Gewürz aufgemacht. Das ist Sweet Pumpkin. So. Und das Popcorn, also auf dem Kalender stand hinten drauf, man soll das Popcorn etwas buttern. Ich nehme an, damit das Gewürz hält. So, hier ist jetzt unser Pumpkin-Gewürz drauf. Und ich probiere jetzt einfach mal. 1, 2 oder 3. Wow! Ich dachte, Kürbisgeschmack ist bestimmt nicht lecker. Finde ich aber ganz gut. Es schmeckt einfach nur süßlich. Und Kürbis kann ich jetzt nicht wirklich rausschmecken. Oh, ein bisschen Zimt. Zimt finde ich gut. Schmeckt so ein bisschen zimtig leicht. Kürbis kann ich jetzt nicht wirklich rausschmecken. Das nächste, was wir testen, ist Sweet and Spicy. Was ich jetzt hier auf die Seite mache, bisschen, das wirkt grober gefühlt. Ah ja, das ist eher wie so ein Zucker. Die haben hier alle so Druckverschluss, dass ich die alle so alle wieder zumachen kann. Das finde ich schon ganz gut. Spicy habe ich noch nicht, aber süß, ja. Oh, Popcorn mit Butter schmeckt echt lecker. Echt lecker. Entschuldigung, darf nicht mit vollem Mund sprechen. Ja, also Spicy kommt jetzt gerade bei mir nicht durch, aber es schmeckt gebuttert und gezuckert. Gut, probieren wir noch das von gestern. Das war Sweet Barbecue. Rein vom Klang her ist das jetzt nichts für mich, weil ich würde auch zum Beispiel keine Chips mit Barbecue-Soße bestellen. Oder kaufen, Entschuldigung. So, Sweet Barbecue. Das riecht auch ein bisschen sehr nach Barbecue. Oh nein, wo mache ich das hin? Wenn ich das nicht mag. Vielleicht mache ich das nur mal auf eins. Ich befürchte, dass das nichts für mich ist. Ich bin eher so für Sweet. Also ich habe jetzt hier einfach mal ein. Ja, ist schon echt Barbecue-Geschmack. Also schmeckt so ein bisschen nach Salz, Pfeffer, Paprika. Mit Sweet ist da nicht viel zu schmecken. Na doch, ein bisschen süßlich ist es auch. Okay, während ich jetzt noch kaue, mache ich schon mal die Nummer 4 auf. Da ist ja auch wieder ein Gewürz drin, was wir heute Morgen noch testen können. Da oder da. Bitte was Leckeres. Ich hätte gerne Vanille, irgendwie sowas. Finde ich auch gut. Dadurch, dass die Tüte jedes Mal mit drin ist, die ist schon relativ dick mit Popkörnern bestückt. Muss man dann also ein bisschen kämpfen, bis man es raus hat. So, und in diesem Fall haben wir jetzt drin, ja, interessant. Sweet Hibiskus, kann man es sehen? Naja, Fokus bitte. Will nicht. Einmal bitte Fokus. Och, will er nicht. Gut, dann müsst ihr mir das jetzt glauben. Ich möchte das Video nicht überlang machen, da wir ja eh schon
testen. Also Hibiskus und süß. Ja, Hibiskus kenne ich nur als Tee. Schauen wir mal. Ich mache das mal auf. Puh. Es sieht rosa aus. Ich habe meine im Licht. Also irgendwie muss ich dann die nächsten Tage nochmal meine Lightboxen mitbringen. So, ich mache mir das hier mal auf. So, das ist aber ein bisschen klumpig. Warum auch immer. Vielleicht ist das so wie gefriergetrocknete Früchte. Die sind ja auch manchmal ein bisschen klumpig. So, ich habe mir das jetzt hier auf die Seite gemacht. Fruchtig. Also kann man das sehen? Das ist so ein Hauch rosa hier unten. Und sehr, sehr süßsäuerlich. Also hat eine Säure drin. Schmeckt für mich persönlich jetzt eher so, als wenn getrocknete, gefriergetrocknete Früchte drin sind. Aber lecker. Hier ist noch die Hibiskusblüte drauf. Kann ich mich nicht beschweren. Also es ist 7.30 Uhr oder 7.35 Uhr, irgendwie sowas in der Art. Und das Erste, was ich esse, ist Popcorn mit Geschmack. Ja, also, ne? Wer kann, der kann. Wir haben jetzt noch die Nummer 4 von dem zweiten Kreativ-Adventskalender von Kreativ Bunt. Bin ich mal gespannt. Das ist ein dünnes Päckchen, aber es ist was drin. Oh, Enamel Dots von Cartabella aus der Serie Let It Snow. So, die Farben sind wie auf der Kamera, allerdings ganz rechts. Das ist eher ja so ein Pflaumenlila, würde ich mal sagen. Aber schön, verschiedene Größen, das kann man immer gebrauchen. Das finde ich super. Ich liebe die Enamel Dots oder Glitzersteine oder so. Kann man immer brauchen. So, dann sind wir heute zu Ende. Das war ein Video mit viel Kauen und Murmelgeräuschen, das tut mir leid. Aber ich finde es ganz gut, die Gewürzmischung tatsächlich auch mal zu testen. Wie gesagt, Barbecue ist nicht meins. Die anderen, selbst das Kürbis, finde ich echt lecker. Mit ein bisschen Zimt drin. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir werden demnächst wieder mal die kommenden Popcorn-Geschmäcker testen, die da kommen. Und sollte ich irgendeins der Kosmetikprodukte hier testen, zeige ich euch Bescheid. Aber momentan, also das ist das Augengehe, war wirklich schön. Das hat mir gut gefallen. Und dann sehen wir weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Öffnen eurer Adventskalender. Bis morgen. Ciao, eure Peggy.